Servus bei Farming Simulator Tech. Heute geht es um die Map-Verstellung Missouri Flussböden. Nun denn. Schauen wir sie uns einmal an. Sehr schöne Map. Es ist die Version 0.81. Es sind über 100 Felder, ich sehe momentan nichts, das ein Vielfachmap ist. Von der Größe her. So. Okay, punkto Kaufpreis würde ich sagen mal Vierfachmap. Über 1 Million hier, 400.000 hier, kleines Feld, 200.000, naja, kann sein, ich nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. So, was haben wir? Wir haben hier ein Feld, 635.000, okay. Dann genug Verkaufsstellen. Die auch funktionieren. Die schauen wir uns dann noch an. Tiere haben wir keine noch. Aber Missionen. Immer toll. So. Dann zum Start Pickup. Einen LKW in der Größen. Okay, ich schätze mal vierfach Map. Ein Waldra in Pflegebereifung. Okay, schon etwas größere Fahrzeuge. Gruppe und alles schaut eigentlich sehr groß aus. Ist viel groß ausgelegt. Und der fährt auch wieder. Schauen wir ein bisschen durch. Also was ich hier sehe, muss ich mal sagen, ja, kann man lassen, schaut nicht schlecht aus, und wir sind schon wieder am Anfang. Ja, da haben wir Schnittwerke. Okay, schauen wir uns mal den Hof an. Nichts Besonderes hier bei einem großen Flug. Ich glaube, das braucht man auch. Auf jeden Fall, was mich so auffällt, die Fahrzeuge sind dafür hergerichtet und ausgelegt, dass man am Anfang nichts mehr kaufen muss, dass man voll hineinstarten kann. Vor allem mit den großen Feldern, die das hier sind, was ich so sehe. Aber fliegen wir mal eine Runde. Ah, drüben sehe ich was für ein Wald. Moment. Heulager haben wir Todes. Schauen wir uns kurz das Segel an. Aber da haben wir Kuhweide. Ja, schon schön hergerichtet. Fassilos und passt. Ich würde sagen, ja, okay. Riesige Kuhweide. Ja, nicht schlecht. Ist mal was anderes. Finde ich cool. Ja, das Falsche ist gedrückt. Was haben wir denn noch? Schafweide. Ja, gleich wie beim bei der Kuhweide. Schaut gut aus. Kann man so sehen. Sehr schön. Dann haben wir genug Platz zum Ablegen, genug Lagermöglichkeiten und so. Passt. Pferdestall. Ein sehr großer Pferdestall. Okay. Müsste man mal ausprobieren, wie viele Pferde man hier reinbekommt.
So setze ich das nächste Spiel. Nicht schlecht. Schaut mal gut aus. Okay. Sorry Leute, wird ein bisschen länger. Ich muss was ausprobieren. Ich will nämlich schauen, wie viele Pferde man hier reinkommt. Wie groß das ist. Ach, ich glaube, das sollte mal reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich mich nicht verkehrt verzielt habe, wären es 16 Pferde. Schatz. Ja? 16 Pferde. Finde ich nicht schlecht. Okay. Gehen wir mal weiter. Text. Ah, ein Hofsilo, Spinnerei, ist Augensilo. Augenhofsilo. Mitten in den Baumwollfeldern oder Feld. Oh Gott. Ist das ein Megafeld. Aber das ist ein wirklich. Ja. Halbwegs schön auf, sagen wir so. Kann man das extra kaufen? Nein. Braucht man 6, ja, über 6 Meter. Okay. Also. Mensch, das Video wird wieder lang. Ich hab den Verkaufsstellen sind auch hier. Sägewerk. Sägewerk kommt dann schon. Ja, schaut an und für sich auch nicht schlecht aus. Kann man den Zug auch was herbringen und dann runterfahren, damit runterfahren. Ah, auch nicht schlecht. Schöner Fluss mitten durch. Okay, das ist alles krass, meine Freunde. Tut mir leid, ich kann nicht schneller. Oh, was haben wir denn da? Kalb? Das ist nicht alles krass, da vorne habe ich schon gesehen, gibt's. Oh, nicht schlecht. Ja, schaut gut aus eigentlich, aber das ist wirklich jede Menge Gras. Für Forstliebhaber wie mich ist auch was dabei. Auf einer Seite Fichten, der auf der anderen Seite Kiefern und das jede Menge. Was kostet denn das Ganze? 500.000, aber mit 144.000 kann man schon anfangen, würde ich mal sagen. Das Gute ist, es sind kleine und große Felder da. Das kann man sich sogar am Anfang leisten. Wie gesagt, für Forstliebhaber ist was da. Die Felder sind nicht gerade auf Helfer, richtiger Helfer ausgelegt. Finde ich aber nicht schlecht. Forst ist genug da, wie ich sehe. Da haben wir nämlich. Ja, für Forst ist auch gesorgt. Ist nicht bei jeder Map selbstverständlich, dass wirklich, dass der Mapperschatz genug Forst vorhanden ist. Aber schaut nicht schlecht aus, macht sicher Laune zu spielen, natürlich rein nur große Fahrzeuge. Zumindest
Am Anfang hat man schon ein paar stärkere, größere Fahrzeuge, aber das sind im weiteren Verlauf wirklich die riesengroßen Fahrzeuge, sonst packt man das nicht. Und sicher auch für Multiplayer und. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir ein Like da und abonnieren vergessen. Und das war's dann noch. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.